Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine sogenannte Flip-Flip-Card zeigen. Und dabei habe ich dann gespielt mit den neuen In-Colors. Das sind dann bei der heutigen Karte Rokoko Rosa, auch Blau und Faungrün. Und hier kam auch noch zum Einsatz Ziegelrot und Flieder. Ich darf euch das mal zeigen. Das kann man hier so aufziehen und wieder zuziehen. Ganz pfiffig, ne? Und das machen wir jetzt zusammen. Wir brauchen Farbkarton in Rauchblau. In dem üblichen Maß machen wir das 14,9. Mal 21. Und dann falzen wir das bei 10,5. Das ist die Grundkarte. Wir brauchen das Faungrün in 13,9 mal 9,5. Und dann Rokoko Rosa in 12,9 mal 8,5. Dann brauchen wir nur einen Streifen in Faungrün in 15,3 mal 5 cm. Und den falzen wir. Bei 5,1 cm. Und bei 6,4 cm. Dann nehmen wir uns die Stanze gewählter Anhänger. Die ist sehr beliebt, auch für kleine Tags. Und dann nehmen wir die lange Seite, schieben die ein, deshalb die 5 cm und stanzen das aus. Und knicken das hier um. Also die kurze Seite. Und die zweite Rille wird umgeknickt. Das legen wir uns zur Seite. Dann nehmen wir den oberen Aufleger, den Rokoko Rosa, und prägen den. So, da bin ich wieder. Das ist jetzt geprägt mit der Big Shot und mit der Prägeform Struktureffekt. Dann nehme ich mir die Stanze klassisches Etikett, gehe hier rein, mittig und schiebe das bis an den Rand. Das passt ziemlich genau. Kann man vielleicht auch verwenden als Etikett.
und habe dann hier einen kleinen Schlitz. Den brauchen wir dann gleich. So, und für diese Karten habe ich hier vorne noch aus weißem Farbkarton kleine Aufkleber gemacht. Ja, also wir müssen noch ein bisschen stempeln. Also weißen Farbkarton. Unsere Matte. Und ich habe jetzt mal gewählt das Stempelset Gänseblümchenglück. Und habe ich beliebt, bei mir zumindest, bei meinen Kunden eigentlich auch. Und dann werden wir das jetzt auch mal nutzen. Und zwar in Rokoko Rosa werden wir stempeln. Das kleine Gänseblümchen. Und dann noch eins für innen. Machen wir ebenfalls ein Rosa. Ich probiere mal was aus. Bis normal. Noch nicht so ganz gelungen. Aber das gibt dann mehr Dichte. Einfach noch mal ein bisschen verschieben, drehen und dazwischen. Ja, so gefällt es mir. So machen wir es, wie unser Spanier immer sagt. Und das stanzen wir jetzt aus mit diesen Stanzformen. Einmal die größere und einmal die kleinere. Und zwar sind das die Stickmuster, die man eigentlich immer wieder verwenden kann. Also eigentlich wirklich ein Basisteil. So, das wären die kleinen Gänseblümchen. Und dann hätte ich gerne noch einen Spruch. Dazu brauche ich einen Streifen. Und zwar kleiner Geburtstagsgruß. Und der stammt aus dem Stempelset Blüten des Augenblicks. Den machen wir mit Memento. Bisschen schmaler. Und ich mache mir kleine Fähnchen draus. Ja, so lasse ich es mal. Jetzt kann ich alles zusammensetzen. Also. Ich klebe erstmal ein ganz großes Teil und ein mittleres aufeinander.
klebe das größere Gänseblümchen drauf. Dann kommt das kleinere Teil. Und das kleine Gänseblümchen. So, jetzt kommt unser Mechanismus, den wir vorhin mit der Wellenstanze gemacht haben. Das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Und zwar nehmen wir uns das kleine Etikett hier und kleben das bis an den Rand der ersten Falzung. Und zwar unten abschließend. So und so. Dann nehmen wir uns ein bisschen Klebeband und kleben das hier zwischen. Dann kleben wir uns das große Teil da drauf, und zwar, dass es hier abschließt. So sieht es dann von hinten aus. Und dann muss hier hinten auch noch ein Streifen Klebeband drauf. Und zwar außen. Ja, so aufklappen und dann auf der linken Außenseite. Rechts ist die Ausstanzung von dem gewellten Anhänger. Dann nehme ich mir das Teil und schiebe das durch diese Aussparung. Und zwar so weit, dass das in der Mitte sitzt. Und dann drücke ich es dagegen. Ja. Wenn ich jetzt ziehe, zack, stimmt unser Mechanismus. Dann kommt hier noch mit kleinen Dimensionals, wenn ich sie dann finde. Das Etikett drauf. So, und einfach zusammenkleben. Erst vorngrün. Auf rauchblau. Also das vorngrün gefällt mir ja ganz besonders gut.
Und dann Rokoko Rosa mit unserem Mechanismus. Das können wir auch noch besser machen. Das machen wir einfach. Mit dem Roller. Und die Seite muss natürlich offen bleiben. Ne? Und dann setzen wir das drauf. So, fertig ist die Karte, aber kleines Bändchen muss noch dran. Ziehen das auseinander. Da habe ich jetzt noch Bändchen gefunden von früher. Ist eigentlich eine andere Farbe, aber passt auch. Das war zarte Pflaume. Das schiebe ich einmal hier durch. Und dann hier so durch. Tja, habe ich wieder nur einen erwischt. Da ist der zweite, hat sich versteckelt. Alles da. So, und dann machen wir es noch so ein bisschen hübsch. Schräg da und einmal schräg da. Fertig ist die Karte. So, dann machen wir es jetzt mal so rum. Lässt sich eigentlich relativ schnell machen, wenn man es verstanden hat. Aber dafür gibt es ja dieses Video. Da könnt ihr es prima nachbasteln. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, meine Kontaktdaten blende ich euch im Anschluss ein. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.